Willkommen zurück zu Tricky Towers. Woo. Wir haben ein DLC gekauft. Ja, ihr werdet sehen, ich habe einen neuen Charakter. Genau, wir haben Charaktere gekauft aus anderen Indie-Spielen. Genau, ich bin Octodad. Holy shit, der schaut echt cool aus. Ist schon cool. Ich meine, es... Mein Gott, das ist lange her, dass wir das gespielt haben. Ich weiß, cool, gell? Ich sollte vielleicht einen Timer starten, Freunde. Ja, es ist... Ich sag nicht, wie viel der DLC gekostet hat, weil... Manche würden sagen, es war verschwendet. Andere würden sagen, es war verwendet. Ja. Und wieder andere würden sagen, immer nur besser als der Call of Duty DLC. Und immer nur besser wie alles, was mit FIFA und Call of Duty zu tun hat. Du dreckiger Wichser! Jetzt macht er neue Zauber. Er hat gelernt. Was hat er gemacht? Er hat jetzt einfach meinen Block umdraht. Ah, ja, das tut er. Oh, das ist ja so eins. Oh, scheiße. Das ist eins, wo ich ihn herbauen muss. Burschen und Mädels. Ja, ich glaube, das kannst du auch. Okay. Das war eine gute Idee, würde ich mal sagen. Oh, und Peter. Du kannst dich nicht beklagen, Peter. Das ist nicht das Ziel, gell? Das ist nicht das Ziel, gell? Was ist das Ziel? Das ist nur nicht in Sicht. Ah ja. Stimmt. Jetzt, wo du sagst. Da ist das Ziel. Da ist es, das werde ich fangen, ja. Ja, Freunde, uns wurde gesagt, wir sollten etwas genau, wir mehr sollten Hochdeutsch sprechen, weil unsere wir scheiße Dialekt keine Sau versteht. Keine Sau. Deswegen, wir probieren. Deswegen reden wir diese ganze Folge über Hochdeutsch. Wenn es euch gefallen wird, dann sprechen wir mit euch weiter Hochdeutsch. Ja, wenn es euch gefällt. Auf diese der Art und Peter Weise. Der Peter ist am Bau. Er trinkt jeden Tag Bier. Na, ich hab schon gesagt, ich hab der Person gesagt, wir können das gern probieren, aber nicht bei Tricky Towers. Tricky Towers ist der Better, das gehört da dazu. Da kannst du reden, was du willst. Der Peter hat Sex mit seiner Frau um 4. Hin und wieder trinkt er auch Bier. Er also ist immer am Bau und der Lehrling schaut bringt das Bier jetzt etwas zu spät. Ich werde euch zeigen, wohin euch das führen junger kann. Junger Mann, du kannst neu starten, weil das wird nichts mehr. Psst. Ich werde euch zeigen, ich dass ich freue es mich auf weitere Folgen in diesem wundervollen hochdeutschen Stil. Der Peter fickt seine Mama im Schlaf. Du meinst, der Peter hat Sex mit seiner Mutter im Schlaf? Ja, hat er. Wer von den beiden schläft denn? Vorzugsweise die Mutter. Vorzugsweise die Mutter. Freunde, wisst ihr, was ein Hurenkind ist? Es geht nicht um die Arbeit der Mutter des Kindes, sondern es geht um Rechtschreibung und Grammatik. Ja? Nein, nicht wirklich, es geht um Satzbau. Um den Syntax, Freunde. Oder, nein, eigentlich geht es um... Schreibtechniken. In die Richtung, ja. Es geht um... Putzen! Ich hasse ihn. Der grünhütige Motherfucker. Typografie vielleicht? Typografie, das ist ja wie du schreibst. Was? Wirklich? Es ist halt... Kalligrafie ist auf jeden Fall nicht. Satzbauethik oder was auch immer. Ja, Satzbauästhetik. Ja, aber es ist Satzbauästhetik und Satzbau an sich... Ja, es geht darum, da hast dass, du vollkommen recht. Es geht darum, dass du einen Absatz schreibst und die nächste, also... Ja, dass der Absatz praktisch nicht... Der Absatz endet nicht auf der gleichen Seite, sondern endet dann erst auf der nächsten Seite. Genau, und das ist scheinbar ein großer Fehler genau, im leichten Schreiben. Weil nämlich der Satz dann keinen Sinn macht, wenn er da steht. Der Teil vom Satz kann keinen Sinn ergeben, wenn nicht der andere Teil vom Satz dabei ist. Das heißt, nehmen wir den Satz. Lisa hat hin und wieder Sex mit ihrem Großvater. Dann wäre auf der ersten Seite zum Beispiel Lisa hat hin und wieder Sex. Und auf der nächsten Seite steht dann mit ihrem Großvater. Obwohl man sagen muss, dann wäre es irgendwie nicht so schlimm. Es war schlimmer, wenn da steht Lisa hat hin und wieder. Und auf der nächsten Seite steht Sex mit ihrem Stimmt, Großvater. Stimmt, aber dann ist so was hin und wieder. Genau. Durchfall oder oh! So. Ich liebe es. Weißt du, wer nie wieder durchfeuert? Ich war nie mehr die Superkraft-Wünsche. Haben wir das schon mal besprochen? Ja, haben wir. Ja, haben wir. War das Saints Row oder was das? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist mir egal. Es könnte beides sein. Oh ja, you never know, you motherfucker.
Du dreckiger Hurensohn! Das hat. Wow! Oh ja, und ja, oh ja, oh ja, stimmt schon, hast du recht, passt. Was war das? Ah. Er verzaubert jetzt fast jeden, Alter. Er verzaubert alles, er verzaubert mich. Hallo, ich bin Vater. Vater zweier Kinder. Oh, Baby, ich hab Octodad. Ja, hast du. Ja, wieso Let's Play mal nicht das? Sollen wir es jetzt confirmen? Wir können jetzt gleich umsteigen. Doppel-Episode. Hälfte. Na, weiter! Holy shit. Das war der Witz. Ja, ich hoffe. Es wird schon wieder daran enden, dass eine Tricky Towers-Episode gesplittet wird. Na. Das darf nicht sein. Nicht bei Tricky Towers. Wenn wir jetzt wieder scheiß 8-Bit-Bayonetta spielen würden, dann okay. Ich spiele gern 8-Bit. Ja, wenn es dir gefällt, wenn du damit glücklich bist. Bin ich nicht. Ja, scheiße, gell. Scheiße, hä? Wenn man Hochdeutsch reden muss. Ist scheiße, ja. Ist scheiße. Weil dann die deutschen Freunde da draußen dann besser verstehen und so unser Publikum erweitert. Auch Freunde, wir können halt monetarisieren. Ja! Wir können ab heute monetarisieren, Freunde! Junge Mann, was wird das? Peter! Ich baue dir ein Schloss. Peter! Peter, der Bauleiter kommt. Dann fangen wir eigentlich an. Ich mag unseren Bauleiter nicht. Der ist immer so gemein zu mir und nimmt immer ein Bier weg. Ja, und trinkt es dann selber. Mhm. Ich glaube, er heißt auch Peter. Ich glaube, er hat Sex mit unserem Lehrling. Ich glaube, deswegen ist er immer so schlecht. Deswegen, weil unser Lehrling schlecht im Bett ist, oder was willst du mir damit sagen? Nicht der Bauleiter ist schlecht gelaunt, der Lehrling ist schlecht gelaunt. Deswegen verschüttet er immer mein Bier und bringt mir die falsche Wurstsemmel. Und es heißt nicht Wurstsemmel, es heißt Wurstbrötchen. Genau. Weil nämlich... Entschuldigung, aber Semmel können wir wohl noch sagen. Weil du kannst dich auch versemmeln, zum Beispiel. Du kannst einen Schuss versemmeln. Du kannst Marmelade und Konfitüre. Pfui. Das ist wie Wiener Würstchen und Frankfurter. Noch ein... Ich hab früher immer Wiener Würstchen gesagt. Knackig wie Wiener, würzig wie Frankfurter und zart wie Bockwürstchen. Das ist echt, sagen wir das? Ja. Ist dir klar, dass das keinen Sinn ergibt? Darum heißen die Deutschlander sind Deutschlander? Genau. Ist dir klar, dass das keinen Sinn ergibt? Würzig wie Frankfurter? Warum knackig wie Wiener und würzig wie Frankfurter? Ah ja. Das ist genau das Gleiche. Frankfurter und Wiener. Ja, eben, ja, stimmt. Ich bin mir nicht, ich glaube, sie sagen so. Wir können jetzt dann in der Pause gerne mal kurz diese Werbung begutachten. Ich hasse ihn. Ich fick deine Mama. Du meinst, ich habe Sex mit deiner Mutter im Anus? Ich habe Analsex mit deiner Mutter. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut gewesen. Danke, Peter. Das war nicht gut. Das ist mir wurscht, Peter. Das ist mir egal, Peter. Ich werde das hier jetzt lösen. Ein für alle Mal. Ich glaube, wir beenden diese Phase mit dem Hochdeutschen, zumindest für den Peter. Peter! 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 Meier! Fuck! Ganz ruhig, das geht sich aus. Auf Nummer sicher. Peter hat's. On the number sure. On the number. Wow! Ja, du hast in den Wolken gebaut. Ich sag ja, ich baue dir ein Schloss im Himmel. Aber bin ihr oder du? Oh fuck, ja, viel Spaß. Oh fuck me. Oh fuck. Oh fuck. Oh je, Mann, Schnitte. Mannerschnitte. Achso. Mannerschnitte. Freunde, kennt ihr Mannerschnitten? Oh, ich muss mich kratzen. Warte mal. Okay. Kennt ihr Mannerschnitten oder Mannerwaffeln, wie gerne viele Leute sagen? Jeder kennt doch die Baby, beliebten. Gut aus. Die beliebten Mannerwaffeln. Nee, ganz rechts. Rechts drauf. Doch. Rechts drauf, ja, so. Obwohl, ja. Ja, genau darum geht's. Genau darum geht's, Peter. Ja, warte, das ist scheiße. Das ist scheiße, ja. Es schaut aus, als würde es links passen. Das links schaut richtig perfekt aus. Wie ich das gemacht habe, deswegen machen wir es jetzt nochmal so. Das macht ja keinen Sinn. Nicht wirklich. Nicht wirklich, Peter. Peter. Sollen wir es so machen? Wie vorhin. Ja, wir machen das genauso wie vorhin. Ich liebe Hochdeutsch. Egal.
Ich hasse es. Mir wurde gesagt, hin und wieder rutscht mir Hochdeutsch raus, was ich verstehe. Du hast ja aber nur, wenn du mit Ausländern redest. Weil du ein dreckiger Rassist bist. Das geht sich genauso wenig aus. Was geht sie nicht aus? Was geht sie nicht aus? Huh! Ja, egal. No. Huh! Immer. Hey, I'm renamed. Regelungendung, Freunde. Regelungendung. Für die letzten paar Sekunden. Ja, dann machen wir weiter. Du machst das Level noch. Ich mache das Fenster zu, damit unsere Nachbarn uns nicht weinen hören. Ich mache jetzt mit einem anderen Charakter, und zwar mit fucking Candyman von Lethal League. Ja, der Candyman, ich liebe ihn. Er ist so gut. So, nicht noch einmal. Ich nichts mögen. Du nicht geben diese scheiße Energy Drink in diese scheiße Wodka. Darfst du nicht machen? Was ich machen soll. Nicht. Ja. Aber das schaut sehr vielversprechend aus, muss ich sagen. Da links. Da links dran, ja. Heutes. Ja. Oh, Bäder. Ich sage das doch. Ist heute nicht. Doch. Haha. Chicka-ching. Ja, und jetzt, Bäder. Jetzt du legen. Ja, fast. Einmal noch. Ja. Ja, aber dann passt der andere nicht mehr hin. Ja, ist wirklich. Ganz genau, Peter. Und jetzt kannst du es perfekt hinlegen. Leg's perfekt hin. Ja, genau. Genau so gefällt mir das. So nee, will ich das sehen. Hast du es geschafft? Ja, dann mach nur an. Ja, sicher. Sehe ich jetzt mal. Dann haben wir deine Peter. Zwei. Ja! Das schaffe ich nicht in dieser Runde. 40! Ja, du kannst es ja einmal probieren. Wow! Er hat dreckige Mexikaner angerufen. Und die kackweißen Mexikaner schmeißen hier den Scheißdreck einfach runter. Oh! Ja. Wie machst du es dann? Einfach drauf. Das schwerer ist doch scheiße. Boah, das ist doch scheiße. Immer noch, du kennst es. Nein! Ob da okay, schon lange nicht mehr. Oh. Fuck. Scheiße. Ich brauch mal einen draufhauen, oder? Wie es ausschaut. Paco, behalte deine Hände bei dir. Peter, nichts wollen, Asylanten. Ich würde sagen, dass wir in der nächsten Episode wieder normal in unserem Dialekt sprechen, aber Freunde, für die armen Schweine, die unsere Videos schauen, bitte gebt uns doch in den Kommentaren ein Feedback, damit wir Deutsch reden oder lieber Österreichisch. Fickt euch in Arsch. Genau so. Also nicht ihr. Genau, wenn ihr wollt, dass wir weiter im Hochdeutsch reden, dann schreibt uns in die Kommentare, fickt euch in den Arsch. Wow, das schaut für jemanden außenstehend so aus, als würde mir extrem viel Geld kriegen. Bitte, Freunde, tut das. Danke. Und dann alle so, was los mit euch? Ja, genau. Aber dann sind die Leute wieder auf unserer Seite. Ja. Weil sie dann so, ma, die sind so arm, sie sind so Clown, dann werden so hart gehatet. Das ist schon ein Schwachsinn, aber okay. Oh, Peter. Das ist ein Schwachsinn, der funktioniert. Oh, Peter. Da ist Logik dahinter, nicht wie hinter Kiss Bang Love. Hinter dem neuen Schwachsinnsformat, das die da eingeführt haben. Ja, das war jetzt Hochdeutsch. Mhm. Hey! Oh, da. Shit on my stomach. Los, Peter! Shit on my stomach! Der Bauleiter kommt gleich, bis jetzt! Hört auf, ihr fetten Wichser! Oh, fuck. Ich schieß einen Einwanderer! Verdammte Mexikaner, baut eure Mauer fertig! Ich schieß einen Einwanderer. Wir können uns das so machen, dass wir jeden Satz zweimal sagen. Aber im Österreichisch. Ah, ja! Und auf Deutsch. Einmal auf Österreichisch und einmal auf Deutsch. Oder einer von uns redet im Dialekt und der andere übersetzt es ins Deutsche. Oder einer von uns redet im Dialekt und der andere übersetzt es ins Deutsche. Holy shit. Wir haben gerade im Prinzip eine ganze Episode darauf aufgebaut, dass der Witz war, dass wir Hochdeutsch reden. Das war kein Witz, das ist ja ernst gemeint. Ist es nicht? Was? Ich dachte, wir tun, was uns befohlen wurde. Wir tun nie, was uns befohlen wird. Das ist die Sache an uns. Deswegen sind wir so beliebt auf YouTube. Fucking... Oh, das war gut. Ja, ein wenig.
Freunde, können wir einen kleinen Boykott starten? Gegen Til Schweiger. Das macht man schon gut. Ich dachte an eine andere Salzburger YouTuberin. Nickelback. Ja. Nickelback sind Salzburger YouTuber, Freunde. Oh fuck. Smash Mouth. Wir gehen jeden Abend mit ihnen auf ein Bierchen. Okay, Freunde, jetzt machen wir noch einen Versuch und dann machen wir das in der nächsten Episode fertig. Ja. Weil sonst fickt mich das Level zu sehr in den It's Hintern. Cool, man. Das ist nicht possible. Es wirkt impossible, ja? Impossible. This is irresistible. Ja, ist es. Ist es auf jeden Fall. I love the way you hurt me, baby. Und wir haben nicht mal irgendwas mit Follow-up zu tun. Meinst du, dass wir Werbung für sie machen, oder was? Ein bisschen. Beta, das mach ich nicht. Ich sage nur, Fall Out Boy ist eine gute Band und ich mag sie. Ja, ist es. Ja. Und sie machen auch Musik mit Amy Winehouse. Mit Amy Winehouse. Mit Demi Lovato. Ist so circa das gleiche, ja. Beide sind starke Raucherinnen. Beide sind ziemlich tot. Fucking Mexikaner nehmen dir immer deine scheiß Blöcke weg. Die haben geschissene Hüte. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Episode von Tricky Towers. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Tricky Towers. Ja, Freunde, wenn ihr wollt, dass wir weiterhin Hochdeutsch reden, dann schreibt bitte in die Kommentare, fickt euch in den Arsch. Bitte danke. Bitte und danke. Wenn ihr wollt, dass wir Dialekt reden, ja? Dann schreibt fickt eure Mutter in den Arsch. Nein. Okay, dann schreibt es einfach. Ihr seid Hurenkinder. Genau. Genau, ihr schreibt es entweder, fickt euch in den Arsch, wenn wir Hochdeutsch reden sollen. Ja. Ihr seid so Kinder, wenn wir Dialekt reden sollen. Ich würde in die Kommentare einige Hurenkinder und einige fickt euch in den Arsch sehen, Freunde. Bitte, Freunde, macht uns dieses eine Mal glücklich. Wir kriegen sonst nie Kommentare von euch. Dieses eine Mal, lasst es raus. Los. Lasst all den Wut und den Hass, den ihr habt, ja. Lass ihn an uns aus. Und dann steht irgendwo drunter Fick deine dicken Schweine. Dann ist so, Mann, ist das ernst, oder? Aber nicht wirklich.